Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Derail Valley. Wir haben einen Job zu erledigen und ich würde sagen, wir hängen erstmal hier unseren Zug an den Haken, unseren allerersten Zug. Mit, ich glaube, knapp 270 Tonnen Gewicht. So, einmal, zweimal, jeder Handgriff sitzt. Alles Routine. Hier machen wir auf, da machen wir auf. Und dann müssen wir doch hinten am Zugende kontrollieren, ob hier auch das Ventil dicht ist. Ist wahrscheinlich standardmäßig geschlossen, aber so wird es natürlich nicht funktionieren. So dafür umso besser. Okay. Ich bin mal gespannt mit diesem Shunting, mit dieser Shunting-Lizenz. Da hieß es ja auch, dass man dann irgendwann noch Züge beladen und entladen kann. Ob wir dann tatsächlich auch damit mit dieser Containerbrücke, mit diesem fetten Kran da irgendwie zugange sein werden. Nun ja, wir werden es rausfinden. Unser Zug, 5 Waggons. Stahllieferung. Ab auf die Strecke, würde ich sagen. So. Einmal die hochklettern. Dann müssen wir den Richtungswender natürlich in diese Richtung packen. Bremsen. Müssten eigentlich schon gelöst sein. Ich meine schon. So. Und los geht die wilde Fahrt. Naja, so wild wird es nicht werden. Tacho geht mit 9, bis 90 km/h. Und mit dem Gewicht am Haken werden wir nicht allzu schnell unterwegs sein. Wir sind natürlich auch die erste Lokomotive. Yeah. Gefällt mir. Gefällt mir. Schnuckliges Spiel, muss ich sagen. Also ich hatte ja schon erwähnt, letzte Folge. Ich habe bislang nicht so richtig durchringen dazu, mir das Ding zu kaufen, aber erster Eindruck ist schon ganz cool. So, jetzt müssen wir natürlich dann auch die ganze Zeit ein bisschen auf die Weichen achten und auch die Karte im Blick halten. Motortemperatur, okay, wir lassen das mal so, ja, wir beschleunigen ein bisschen und lassen ihn dann schön rein. Also unter Last steigt die Temperatur dann relativ viel. Ich glaube, dass die Räder noch ganz gut sind. Die Räder. Das ist einfach so ein bisschen. Nehmen den Schub raus. So, das müsste ja soweit noch alles passen. Da kommen wir her. Da waren wir in der letzten Folge. Das ist Wegen. Ja, wobei, die Weiche stand ja auf gerade Ausfahrt. Also das müsste passen. Da müssten wir einfach durchballern können. Karte. So, also Richtung stimmt auf jeden Fall. Wir müssen Goods Factory and Town, das ist hier drüben. Also eigentlich im Wesentlichen geradeaus und irgendwann dann mal rechts abbiegen. Schauen wir mal. So, ich muss mir dringend merken, okay, Comms Radio ist auf 8. Scheiße, die steht auf Abbiegen. Was? Das sind, glaube ich, so die Stolperstricke. So, was kann böse in die Hosen gehen? Ich hätte schwören können, die war auf gerade Ausfahrt gestanden. Ah, vielleicht hat sich die auch verstellt, als wir da durchgefahren sind gestern. Also, oder in der letzten Folge, wann auch immer die kam. Okay. Na dann, also, Gleisgeschwindigkeiten ein bisschen im Auge behalten, wobei das wahrscheinlich nicht so richtig nötig sein wird, weil wir eh nicht so schnell werden. Aber das Schild hat uns auf jeden Fall auch schon mal verraten, es geht bergab. Oh, okay, wir werden doch schon. 50 Sachen drauf. 70 sind auf jeden Fall safe hier. Dann geht es in die Ebene. Das dürfte die Beschleunigung sowieso stoppen. Okay, passt schon. Können wir erstmal friedlich dahin cruisen. Ah! So hatte ich mir das vorgestellt. Wenn ich noch vor 10? Naja, und so sieht es hier aus in der Tür. Kein überragender Augenschmaus, aber es sieht auch nicht schlecht aus, muss man sagen. Ich kann damit leben. Keine Ahnung, was die für Engine verwenden. Allzu lebendig dürfte die Geschichte nicht sein. Also wir sind, glaube ich, tatsächlich komplett alleine in dieser Welt unterwegs. Andere Züge oder dergleichen gibt es meines Wissens nicht.
Aber mal schauen. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, was die Leute noch so planen. Also, da habe ich mir noch gar nichts zu angesehen. Weiß ich nicht. Wir werden es rausfinden. So, wir haben immer noch konstant 55 km/h. Temperatur sieht gut aus. Dieselverbrauch dürfte ja sowieso gegen Null gehen. Wir haben aktuell ja sowieso den Schub rausgenommen. Ja, Hauptsache, ich falle nicht runter von dem Ding. Okay, das geht relativ flott, die ganze Geschichte. Also ich würde jetzt wirklich gerne auf die Zugkette draufklettern, wenn ich hier runterfalle. Und der Zug einfach dahin braust, das... Es werden noch früh genug Dinge passieren, die mir nicht gefallen. Da spare ich. So, was sagt die Karte? Ah, das geht zügig. Und wir haben ja auch in dem Job... Okay, hier steht auch, wo wir ihn hinbringen müssen, glaube ich. Erstmal Goods Factory in Town und dann wird es nochmal ein bisschen genauer. D61 ist das Gleis, wo er hin muss. Und wir hatten doch auch noch... Es müsste doch einen Bonus geben, wenn wir schnell genug sind. Time-Bonus, wenn wir wahrscheinlich unter 31 Minuten bleiben. Ich würde mal behaupten, das ist gut machbar. Cool. Knapp 11.000 bringt uns das... Und 50.000 war ja, glaube ich, die nächste Lizenz. Oder zumindest die nächst günstigere. Die andere Lizenz für die nächste Lok. 200.000. Das ist natürlich schon ein ganz anderes Sümmchen. Da müssen wir erstmal hinkommen. Aber es ist durchaus eine gewisse Motivation, hier ein bisschen am Ball zu bleiben. Ordentlich Geld zu verdienen, damit man einfach schöne, dicke Lokomotiven bekommt. Drei, glaube ich, sind es aktuell an der Zahl. Unser vertrauter Dieselbrummer hier, eine Dampflok und noch irgendeine andere Diesellok. So, können wir so riskieren, wieder ein bisschen Gas zu geben? Ich glaube schon. Vielleicht kündigen wir uns mal an. So. Kurve. Signale sind natürlich auch keine vorhanden. Also das Einzige, was ich bislang gesehen habe, sind eben die Weichen, die man selber stellen muss per Fernbedienung. Und die Tempolimits, die Gleisgeschwindigkeiten. Das sieht doch ganz gut aus. 80. 50. Passt perfekt. Wunderbar. Karte. Okay, da vorne müssen wir rechts abbiegen. Ja, den müssen wir tatsächlich umstellen. Und wir müssen noch ein bisschen langsamer werden. Tempo 40 sind da vorne angesagt. Brems. Bullshit. Okay, gut. Gut. Bremse lösen. Versprechend aus. Dann haben wir hier wieder Tempo 80, das und eine Steigung. Okay, dann können wir Gas geben. Na, alles gut da hinten. Werte Passagiere in Form von Stahl. Gut, bergauf. Also Pedal to the metal. Gehen wir mal Volllast hier. Jetzt drehen natürlich die Räder auch durch. Und das funktioniert nicht so wirklich. Und die Temperatur geht ordentlich hoch. Kann man richtig zuschauen.
hier gehen auf jeden Fall die Räder schon wieder durch. Lassen wir es mal so. Okay, so funktioniert's. Wir nehmen auch kontinuierlich an Geschwindigkeit zu. Das sollte funktionieren. Und allzu weit haben wir sie nicht mehr. Woods Factory in Town. Da sollen wir aber schon hin. Oder? Nicht, dass ich mich jetzt hier irgendwie verlesen habe. Das ist mein Shop-Booklet. Woods Factory in Town. Wunderbar. D61. GFD61. Ach, Woods Factory heißt der Bahnhof. Ja, das ist vielleicht... Die Namensgebung ist vielleicht noch nicht so ganz, sagen wir mal, kreativ. Erfüllt seinen Zweck. Hätte man anders benennen können. Aber egal. Ist ja alles Early Access. Und es ist erstaunlich. Also ich hatte das schon so ein bisschen auf dem Schirm, aber ich habe mich noch nie wirklich so bisschen mehr damit auseinandergesetzt. Das mache ich tatsächlich erst jetzt. Und das ist schon nett. Also immer mal wieder so für zwischendurch. Ein paar Jobs erledigen, ein bisschen Kohle einsammeln. Und hoffentlich irgendwann mal eine richtig schöne, dicke Lok fahren können. Lizenzen erwerben, längere Züge bekommen. Ich weiß halt nicht, wie sich die Karte darstellt insgesamt. Ob das irgendwie nochmal Land... schaftlich vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher wird irgendwo, ob es auch verschiedene Gebiete gibt. Auf den ersten Eindruck nicht. Und ich weiß auch nicht, was da so noch geplant ist, aber gut, lassen wir es mal auf uns zukommen. Der König der Welt. Tempo 30 mit Drosseln auf jeden Fall erstmal. Und sehen mal zu, dass wir noch vor der ersten Weiche zum Stillstand kommen. So. Und dann finden wir erstmal raus, wo wir eigentlich hin müssen. Können wir mal versuchen, steht der Zug? Anziehen. Er rollt weiter. Bremse stärker anziehen. Er rollt immer noch ein bisschen. Ne? Na egal. Wird schon passen. Also, Train Basics. Station Map. GF Goods Factory. Ich hätte vielleicht nachsehen sollen, wo wir eigentlich hin müssen. D61. Habt ihr euch gemerkt, hoffentlich? D61. D. Also hier ist D. A gibt's gar nicht. Hm. Also, dem kann ich jetzt aktuell noch nicht allzu viel entnehmen. Wir schauen uns einfach zu Fuß um. D61. So, es geht da relativ tief zügig. Hier ist auf jeden Fall, das wird wahrscheinlich alles B sein hier. Aber da geht es ja auch noch ein bisschen weiter. Was haben wir hier? Das ist gar nicht nummeriert. Das sieht ja auch, das ist aber auch, das ist ja, also ein Bahnhof für Passagiere. Fleischgewicht. Ich weiß nicht, ob in der Richtung auch noch was geplant ist. Ich dachte eigentlich, dass es auf Güterverkehr komplett beschränkt. Okay, hier drüben ist A. Das ist die DE6. Okay, das ist aber, glaube ich, die
für 200.000. Oh. Oh. Das ist aber schon ein bisschen netter als unser kleiner Brummer hier. 200 fucking 1000. Würde mir gefallen. Mhm. Lohnt sich vielleicht darauf hinzuarbeiten, kann ich mir gut vorstellen. Und das ist ja unser Brummer hier, ne? Ach, den kann ich jetzt aber auch einfach so benutzen. Wenn die einfach rumstehen, schnappe ich mir irgendeine von denen. Okay. Okay. So, die 6-1. Die 5-1, die 6-1. Okay, da müssen wir hin. Also, okay, da ist auch ein Pfeil. Dieses Gleis hier, da müssen wir hin. Dann werden wir entsprechend die Weichen stellen. Fernbedienung gezückt. Ich würde sagen, so. Eine Fernbedienung für die Lok wäre noch cool. So wie in der Realität. Die Diesel- bzw. die Rangierloks, die haben ja auch Fernsteuerungen. Das wäre cool. So, den müssen wir so stellen. Hoffe ich zumindest. Kommen wir hier überhaupt? Naja, wenn wir zurücksetzen wahrscheinlich, oder? Das müsste gehen. Schauen wir uns gleich an. Und das passt auch. Geradeaus. Rüber, rüber, rüber. Ja, sollte funktionieren. So. Wie schaut es hier aus? Ich denke, wenn ich richtig orientiert bin, werden wir von hier kommen. Dann hier einmal entlang. Ja, genau. Und da müssen wir halt dann zurücksetzen. Ich glaube, so ist das auch gedacht. Die Weiche passt. Kann mir vorstellen, dass das vielleicht auf Dauer ein bisschen nervig wird. Könnte ich mir vorstellen. Aktuell ist es mir egal, stört mich nicht. Ich mache es zum ersten Mal. Beim zweiten Mal ist es wahrscheinlich auch okay, aber es ist so ein Ding. Könnte nervig werden. So, schauen wir mal. Die müssen wir noch umstellen hier, oder? Die ist auf... Genau. So... Also das müsste bis hierhin passen. Falls nicht, werden wir das gleich rausfinden, glaube ich. Und hier müssen wir überall einfach nur durch. Mhm. Mhm. Ja, müsste funktionieren. Gut. Und Bremsen lösen. Und Leistung bitte. Vorsicht, wir kommen. 270 Tonnen Stahl. So, Sand hilft schon ganz gut. Wie viel Sand haben wir eigentlich? Wird auch angezeigt hier. Das schafft was weg. Da aus das Ding. Ein bisschen langsamer. Öl. Also aber wahrscheinlich ist das die Temperatur oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Also muss man auch ab und zu mal irgendwie Öl nachladen. Nachfüllen. So, nicht zu schnell werden. Ich glaube Tempo 30 ist auf diesem ganzen Gelände hier erlaubt. Wenn wir nicht auf den letzten Metern hier noch irgendwie aus der Kurve fliegen. Möp, möp. Schon jemand, da ist das Büro da. Da wurde dann unser Kuh. Sehr gut. Es ist doch ein witziges Konzept, oder? Also, man könnte vielleicht sagen, wie heißt das komische Spiel mit den Trucks? ETS. ETS auf Schienen könnte man im Wesentlichen sagen, nur jetzt was das Konzept angeht. Man bringt Waren von A nach B, kann Geld verdienen und dickere Maschinen kaufen. Aber jetzt mit dem Eisenbahnhintergrund, mir wird kein Vergleich einfallen. Ich habe sowas noch nicht gespielt. Und ETS und Co. zum Beispiel, also das kann ich auch echt nicht abhaben. Kann ich nichts anfangen mit diesem Spiel. Aber hier Schienen... gebunden ist das halt doch irgendwie, hat seinen Reiz, gefällt mir. So. Hoffentlich kommen wir da überhaupt ganz hinter.
Naja, da werden sie schon mitgedacht haben. Und anders geht's ja auch gar nicht. So wie ich das sehe. Schönes langes Gleis hier, das passt schon. Ja, das sollte eh schon genügen. Steigen wir mal in die Eisen. Ja, vielleicht hätte man hier auch geradeaus durchfahren können. Möglicherweise. Egal, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. So, gestoppt dann. Richtungswender nach vorne. Bremsen gelöst. Und Schub. Vorsicht. Ich sehe ja nichts. Oh, steht die Weiche auf. Die Weiche. Oh nein, 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 nein. Switch. Switch, der Switch. So, der hier. Ah, super. Und jetzt halt so eine Fernbedienung für die Lok zu haben, ne? Oh, das wäre cool. Dann könnt ihr mir vorstellen, macht sogar hier dieses Rangiergedöns Spaß. Also hat schon was. Es hat schon was. Aber wir beschleunigen, glaube ich, immer mehr, oder? Ich habe die Leistungs drin gelassen. Ich laufe auf die Stelle. Oh, das könnte jetzt aber noch mal... Das könnte unangenehm werden. Jetzt haben wir es noch. Das Gleis war hier frei. Da kann ja nichts passieren. So. Vielleicht ein bisschen bremsen. Und draufklettern. Ach, einwandfrei. D5-1. Das war... Da steht halt schon was. Aber hier ist auch ein Pfeil mit dran. Hier ist zum Beispiel D4-0. Moment, war das überhaupt D? War das überhaupt D? Oder war es B? Ich weiß es nicht mehr. Shit. Bitte lass es D sein. Wo ist die Jump-Ding jetzt hier? D6-1. D5-1. Verdammt. Nein. Okay. Stopp. Zurück. Stopp, 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 stopp. Also entweder habe ich es vorhin schon falsch gehabt oder ich habe die Weiche verkehrt gestellt. Eins von beiden. So. Richtungswender. Andere Richtung. So wird das nichts. Hans. Hans Diesel. So, einen weiter rechts muss man halten. Mea culpa. Es könnte auch in Russland sein, was die Architektur angeht. Vorort von Kaliningrad. So. Reicht das schon? Müsste reichen. Brakes on. So. Und das Ganze nochmal in die andere Richtung. So, Bremsen gelöst. Ganz behutsam. Ein bisschen Stoff. Kümmern uns um die Weichen. Oh, das könnte mich natürlich jetzt den Zeitbonus kosten. Ich habe nicht auf die Uhr geachtet. Das wäre ärgerlich. So, jetzt aber, oder? D6-1, eindeutig. Gleis ist frei. Zug fährt. Gut. Also. Diesel. Naja. Viertel Tank werden wir dann wahrscheinlich verbraten haben. Ungefähr, nicht ganz. Wenn wir hier fertig sind.
hoffe ich mal, dass wir hier auch direkt bei dem Office wieder irgendeinen angemessenen Job finden. Idealerweise natürlich einer, der hier startet, wo man von hier irgendwo anders was hinkommt. Ich weiß halt nicht, wie das genau läuft, ob man immer praktisch von den Rohstofflieferanten zum produzierenden Betrieb, also so in dem Fall hier zu dieser Fabrik was hinbringt, oder ob man von der Fabrik irgendwo anders was hinbringt. Ich hoffe es doch mal. Aber sonst wäre es auch ein bisschen dass man praktisch immer von A nach B, von B nach C, von C nach D fahren kann und so weiter. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, dann ist heute schon genügend, denke ich. Rinn in die gute Stube. Und dann, glaube ich, nur abkuppeln. Ankuppeln, genau. D61, das passt. Ansonsten steht da auch nichts weiter dabei. Ja, wird passen. Okay, vielleicht ein bisschen Beeilung. Ich würde die locker ausmachen dabei. Bremsen, ja, die lösen wir jetzt einfach. Kann ja nichts passieren. Ja, ein bisschen Beeilung wegen dem Zeitbonus. Das wäre schon cool, den mitzunehmen. So. Da mal zu. Weg. Entspannen. Ah, lass mal hängen. Darf sich irgendwie anders drum kümmern. Okay. So, Office war irgendwie so grob in die Richtung. Ich glaube, wir laufen genau darauf zu. Zeitbonus. Station Office. Da ist der Automat. Und... Oh. Ich habe zwei grüne Pfeile gesehen. Ah! Passt? War das jetzt die Bonus-Time? Ist das jetzt hier... Time-Bonus. Oh! Nein. Kein Time-Bonus. 31 Minuten wäre der Zeitbonus gewesen. 32 Minuten haben wir gebraucht, wegen der einen verdammten gestellten Weiche. Ich... Kotz ja. Wirklich fast genau auf die Sekunde eine Minute zu lang. Ja. Na gut, immerhin. 10.000. Ist okay. No damage. Well done. Ah, no environment damage. Sehr schön. Was piepst denn hier eigentlich? Macht mich wahnsinnig. Achso, mein Geld. Natürlich. Danke für den Hinweis. Sehr schön. Und das packe ich jetzt hier aber in mein Wallet, würde ich sagen, oder? Ah, das sieht schon deutlich besser aus. Na gut, dann schauen wir hier nochmal abschließend. Fees haben wir ja dann keine, oder? $100 soll ich zahlen. Warum eigentlich? Ich verstehe es nicht so ganz, aber ich denke, es macht schon Sinn, das regelmäßig zu blechen. Ich glaube, das ist einfach meine Versicherung. So. Ja, wie wir ja schon gesehen haben, also wenn ich neue Lizenzen erwerben will, dann geht das ja nur, wenn ich hier keine Fees zahlen muss. Also deswegen schauen wir mal. Was wäre denn so das Nächste, was vielleicht erstrebenswert wäre? Ich meine, 20.000 werden wir mit dem nächsten Job erreicht haben. Manual Service. Dann können wir halt irgendwie, denke ich mal, die Lok selber reparieren. Bislang habe ich sie noch nicht kaputt gemacht, aber auch das wird irgendwann funktionieren. Logistical Hall. Das gäbe halt mehr Optionen für die Jobs. Und... Ja, die DE6, das ist halt die Lok, die wir vorhin gesehen haben. 200.000, da sind wir echt einfach noch ein Stückchen weit von entfernt. Und die SH282, keine Ahnung, habe ich noch nicht gesehen, könnte die Dampflok sein. Ich glaube, es gibt nur die drei. Aha, Militärzüge kann man dann wahrscheinlich fahren hier. Hazardous Material, also sowas wie Gefahrengut. Ach du Scheiße, 290.000. Das muss, aber die Jobs müssen dann ja richtig Asche geben. Train Length, das ist, glaube ich, eine gute Idee. 10.000 könnt ihr mir sogar schon leisten. Überlege ich mir mal. Vielleicht noch einen Job mit den 5 Waggons und dann Train Length kaufen, weil das macht, glaube ich, schon Sinn. Die bringen halt einfach doch deutlich mehr Kohle. Hier wäre auch schon direkt was verfügbar für Steel Mill. Goods Factory in Town, nach Harbor in Town, Shunting. Load and prepare a train. Also hier muss man irgendwie Container verladen.
Überlege ich mir bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wie und wie lange wir hier noch weiter zugange sein werden. In diesem Sinne, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich fände es eine witzige Nummer. Ich glaube, also wir werden noch ein paar Folgen über die Bühne bringen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir zumindest mal bis zu der nächsten, also zumindest mal bis zu dieser Diesellok, bis zu der fetten, die da irgendwo rumstand, zusehen. Die schauen wir uns jetzt eh nochmal an, hier abschließend. Das ist, glaube ich, schon ein ganz cooles Ziel, was man sich erstmal setzen kann. So, ich glaube, das würde mir Motivation verschaffen, hier an dieses Gerät zu kommen. Und ansonsten schauen wir mal, wie sich das so entwickeln wird. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.